Ja, hallo zusammen. Ich bin erstaunt, dass so viele zu einem Blockchain-Talk kommen wollen und mich jetzt hier total outen wollen. Genau. Genau, weil ich habe in der Blockchain-Szene gearbeitet und ja, jetzt geht es darum, warum ihr das nicht machen müsst oder vielleicht doch. Und wie mein Pointer gerade nicht, aber das kriegen wir auch nochmal in den Griff. So, Disclaimer, ein bisschen was vorweg. Ja, es sind meine persönlichen Erfahrungen und andere Leute in der Szene oder sonst irgendwo können abweichende Erfahrungen gemacht haben oder andere Ideen bekommen haben. Ich erzähle hier meine Sicht und manche Sachen, die ich erzähle, sind auch ein bisschen was verstörend, also verstörende Theorien, die eventuell mal kommen oder sowas. Ich hoffe, damit kommt ihr klar. Ist auch nur ein kleiner Teil, aber wer damit nicht zurechtkommt, ja, nur als Warnung, könnt ihr vielleicht gehen oder euch Musik auf die Kopfhörer machen oder sowas. Dann noch weitere Warnung, es ist kein reiner Rant über die Blockchain-Szene. Ich bin, genau, tut mir leid, das ist nicht komplett meine Erfahrung, auch wenn es viel zu kritisieren gibt. Ja, ich versuche stattdessen die Konzepte, die ich da gefunden habe, die ich denen begegnet bin, neutral und objektiv darzustellen, um die mal rüberzubringen, um zu sagen, was da eigentlich hintersteckt, gedanklich hinter den Blockchains, aus der Perspektive derer, die diese Blockchains bauen. Auch wenn ich jetzt nicht mit allen persönlich gesprochen habe, aber in der Szene, in der Industrie rund um Blockchains, habe ich mich halt befunden. Weiterer Disclaimer. Ich versuche das ein bisschen was kritisch zu kommentieren. Worüber ich nicht spreche, wo ich komplett auslassen werde, ist die ganze riesengroße Szene von all den Leuten, die in Blockchain investieren oder investieren, mehr spekulieren oder ähnliches. Das ist eine riesengroße Szene. Mit der habe ich relativ wenig zu tun gehabt. Ich habe mit der Szene zu tun gehabt, die die Blockchains tatsächlich baut und konzipiert und ähnliches. Und nur über die werde ich sprechen. Genau. Und wenn hier irgendwas Verstörendes drin ist, please don't kill the messenger, ja, macht einfach Sachen besser stattdessen. Genau. Ja, wer bin ich? Ich bin Eva Stöwe. Ich habe ein bisschen was Jura und ein bisschen Informatik studiert. Ich habe nicht VWL oder BWL studiert. Ich werde ein paar ökonomische Konzepte irgendwie auch schon mal ansprechen in dem ganzen Vortrag. Die habe ich on the fly, on the job gelernt. Ich bin kein Experte da drin. Aber vielleicht weiß ich ein bisschen mehr als ihr und bringe deswegen halt die Dinge mal rein. Generell werde ich auf einem sehr Basislevel bei allen möglichen Sachen bleiben, weil ich einfach versuche, ein bisschen was die Konzepte rüberzubringen. Ich werde nicht in die Tiefe gehen. Wer irgendwas tiefer haben will, kann mich dann nachher sprechen. Nicht bei allem bin ich tief in der Expertise drin, aber ja, können wir dann immer noch machen. Generell arbeite ich als Senior Consultant. In einem ganz anderen Bereich, hat alles mit Blockchain nichts zu tun. Zwischendurch habe ich aber das gemacht. Also mein Job ist im Prinzip hier relativ egal. Ich bin auch in der Szene ein bisschen was aktiv bei den freien Softwarefreunden und bei CS-Cert. CS-Cert ist tatsächlich dann auch der Anlass gewesen, wie ich in die Blockchain-Szene reingekommen bin. Kommt auf der nächsten Slide ein bisschen was. Und ansonsten bin ich hier in der CCC-Community eigentlich so ein bisschen was verhaftet und bin bei allen möglichen Events, organisiere da Stage Manager und sonst irgendwas. Also ich gehöre zu euch und nicht zu denen. Genau. 2017 wurde ich von Ian Grigg angesprochen. Er ist ein Auditor bei CS-Cert. Ich war dort eine Arbitratorin, Schiedsrichterin, und er hat die Blockchain, Quatsch, nicht Blockchain, CS-Cert, das Projekt damals geauditet und hat da halt mich in dem Governance-Bereich, kommen wir vielleicht später noch ein bisschen was dazu gefunden, also wie ich da halt Strukturen eingezogen habe und ähnliches, und wollte halt gerne mich dann halt auch bei seinen Projekten dann dabei haben, die in der Blockchain-Wolke irgendwo gewesen sind. Selbst ist er schon, bevor es Blockchain gegeben hat, war er schon Financial Cryptographer, also in der Kryptoszene, die sich ja dann irgendwie so ein bisschen was aufgesplittet hat. Und er hat den Ricardian Contract, vielleicht komme ich zu dem nachher am Ende nochmal, deswegen erwähne ich es, erfunden und auch noch ein paar andere Dinge halt gemacht. Sein eigenes Projekt, wegen dem ich dazugekommen bin, ist Sharma Pesa gewesen. Das war ein kleines Starter-Projekt, ging um
kleines Table-Banking in Afrika, um den Leuten halt ein bisschen was Banking überhaupt irgendwie zu ermöglichen von Menschen, die teilweise keinen Zugriff wirklich auf Banken oder Ähnliches hatten. Und Ähnliches, es war jetzt halt nicht nur ein White-Splaining oder sowas, sondern wir hatten definitiv halt auch Kenia Mana mit dabei in unserem Team und er hatte selbst auch schon vorher in Kenia gelebt. Es war halt auch mit da involviert. Nichtsdestotrotz, Projekt ist jetzt hier nicht so wirklich relevant, auch wenn es ein sehr spannendes Projekt ist, könnt ihr mich gerne außerhalb ansprechen, das ist aber der Grund, warum ich in die Szene gekommen bin oder weswegen ich dann halt da reingegangen bin. Nebenbei haben wir, um ein bisschen was Geld zu bekommen, für EOS damals consulted, und zwar governance-mäßig, was auch immer das genau dann nachher ist. Und das passt eigentlich erstmal nicht in die Blockchain-Szene rein, aber deswegen waren wir sozusagen die Experten, weil wir ein bisschen was Ahnung davon hatten, wie geht man an Governance ran. Und wir sind tatsächlich auch von den Erfindern von EOS damals bezahlt worden, also von der Firma, die das gemacht hat. Diese Blockchain wurde 2018 gelauncht und war damals die dritte neue große Blockchain-Technik. Ein bisschen was komme ich wahrscheinlich nachher dazu. Es war lange Zeit in den Top 5 von den großen Blockchains. Im Moment ist es auf Platz 42. Genau. Ist halt so, habe ich gestern nachgeschaut. Genau, so erstmal, was ist eine Blockchain? Laut Wikipedia ist es etwas, was dem Verkettungsprinzip von Blöcken folgt. Geht um dezentrale Speicherung. Damit wird halt auch alles, die komplette Distributed Ledger Technology eingegriffen, für die ich nachher anschließend auch ein bisschen was selbst noch consultet habe. Das ist mehr als Blockchain, das muss nicht den klassischen Blockchain-Konzepten genügen und das ist teilweise auch bei den Blockchains, die wir hier nachher ansprechen, gibt es auch kritische Meinung, dass eigentlich nur Bitcoin Blockchain ist und der Rest ist keine Blockchain. Deswegen, wir gehen hier ein bisschen weiter. Es geht halt um verteilte Speicherbereiche sozusagen. Wichtig ist, dass ein Konsensmechanismus dabei ist. Was das ist, kommen wir später noch dazu, aber es ist ein wichtiges Element von Blockchain. Und dass wir mit Krypto irgendwie Manipulationssicherheit herstellen, eben genau durch Kryptotechniken und nicht durch irgendwelche sozialen oder sonst irgendwas Techniken. Und das ist auch ein bestimmte Sachen gibt, die komplett transparent sind. Man sieht halt, dass jemand etwas getan hat, aber man sieht nicht unbedingt, wer was getan hat. Also da gibt es auch ein Privacy-Element drin. Auch immer sehr wichtig. Auch das wird mit Krypto sichergestellt. Und dann noch das Wichtige ist, dass mit digitalen Signaturen auch die Abstreitbarkeit halt ausgeschlossen wird. Also man kann halt immer nachher sagen, dieser Node, von dem man vielleicht nicht weiß, wer es ist, aber dieser Node hat halt das und das getan und deswegen können wir halt zurückverfolgen, dass das und das passiert ist. Das können auch IoTs sein oder sowas, dafür wird nämlich Blockchain eventuell auch schon mal verwendet. So, das ist das grobe Konzept. Um diese Wolke an Dingen, grob, wird sich das Ganze hier halt drehen. Was ist dann die Blockchain-Szene? Prinzipiell geht es halt um diese Techniken, die prinzipiell mit Bitcoin gekommen sind. Die Szene ist ursprünglich ein bisschen älter gewesen, es gab schon einige Vorläufer, aber durch Bitcoin hat sich die Szene sehr stark verändert. Die ganzen Vorläuferprojekte, so irgendwelches E-Gold oder sowas in der Art, sind dann nachher nicht mehr relevant gewesen. Im Prinzip sind alle dann auf diese ganze Fintech-Szene, sind auf die Bitcoin-Techniken gesprungen. Und das ist das, worüber wir sprechen und was wir meinen. Vieles davon baut jetzt auf diesen Ideen von Bitcoin auf. Es gibt aber auch noch viele Theoretiker, viele, die halt weitergehen und weiterdenken und Alternativen halt vorstellen. Da ist auch eine große Szene immer noch da. Wir fangen mit Bitcoin an. Wichtig in diesem Kontext ist, dass ich nicht über alles, was mit Blockchain zu tun hat, rede. Es gibt da so privat und offene Dinge, und zwar in zwei verschiedene Richtungen. Zum einen halt privatwirtschaftlich und öffentlichwirtschaftlich sozusagen, weil es gibt diverse Sachen, die halt irgendwie öffentlich halt betrieben sind von Universitäten oder sonst irgendwas oder irgendwelche Register oder ähnliches. Die sind typischerweise privat. Und die öffentlichen Blockchains sind typischerweise öffentlich, die privatwirtschaftlichen. Also wir haben halt, darf jeder da rein oder kontrollieren wir, wer den Zugriff hat? Also wer da reinkommen kann, müssen wir uns irgendwo registrieren, müssen wir uns irgendjemand vorstellen, müssen wir freigeschaltet werden? Dann ist es eine sogenannte private Blockchain. Und wenn halt jeder da rein kann, dann ist es eine offene Blockchain. Und diese offenen Blockchains sind typischerweise privatwirtschaftliche Betriebene,
oder von aus der Privatwirtschaft kommende und öffentlich-rechtliche sozusagen sind eher die geschlossenen, die privaten Blockchains. Das ist so ein kleines Verwirrspiel, deswegen kann ich nicht einfach sagen, ich spreche über die offenen Blockchains, aber ich spreche über die roten da im Prinzip, die halt alle für alle zugänglich sind, wo jeder einfach theoretisch mitspielen kann, wenn er genügend Geld hat. Genau. Wo kommt das Ganze her von der Bitcoin, die Bitcoin-Idee? Das kommt im Prinzip von einer, von der Vorstellung hier, dass wir kein Vertrauen in den Staat haben und vor allem nicht in die staatliche Integrität mit allem Möglichen. Dass man nicht alles, was der Staat macht, vertrauen kann und dass man da halt was gegensetzen möchte. Und zwar, dass man das Individuum schützen möchte, dadurch, dass man Sachen dezentralisiert, Kryptographie einsetzt und Transparenz auch auf eine bestimmte Ebene einsetzt. Das kommt uns vielleicht ein bisschen was bekannt vor von diesen Ideen. Sowas machen wir nämlich auch, nämlich bei Kommunikationsthemen. Also all diese ganzen Verschlüsselungsbereiche und sowas, die ganze Wolke, die wir da haben, in der ich mit CSWord auch aktiv gewesen bin, hat auch dieses Ziel und versucht zu dezentralisieren mit Kryptographie und auch Transparenz zu schaffen und ähnliches. Der Unterschied ist, dass die Bitcoin-Szene das Ganze jetzt versucht hat, auf Geld zu übertragen und mit Geld zu machen. Was ist da die Relevanz? Und das muss man sich erstmal halt überlegen, weil das sehen wir halt im Zweifel erstmal nicht. Personen, die wir mit Kommunikation schützen wollen, die tendenziell staatlich verfolgt werden, werden typischerweise auch finanziell kaltgestellt. Deren Bankaccounts werden gesperrt, irgendwelche Sachen werden hinweggenommen, Einnahmequellen werden genommen und, also von den bösen Staaten. Andererseits sehen wir es jetzt auch gerade vielleicht mit den russischen Sanktionen, wo halt auch die Oligarchen halt versucht wird, von ihren Sachen abzuschneiden. Auch staatliche Eingriffe passiert. Wir sehen, dass es passiert. Also aber auch ganz viele Menschen im Iran oder sonst irgendwo passiert das halt auch. Also ich kann nicht zu der aktuellen Aktion sprechen, aber ich habe schon andere Bücher von früher gelesen, wo das halt tatsächlich passiert ist. In diversen Bereichen passiert das. Also Staaten versuchen dann eben auch von Konten und ähnliches abzuschneiden. Entsprechend brauchen diese Menschen im Zweifel auch, um fliehen zu können oder um ihre Projekte weiter zu verfolgen, im Zweifel auch Zugang zu Geld. Und das geht dann halt nicht, wenn der Staat das kontrolliert. Gleichzeitig haben wir eine sehr große Gruppe von marginalisierten Personen, die vielleicht auf der Straße leben oder halt in ärmeren Ländern leben und da halt auch nicht die reichsten Menschen sind und dort teilweise keinen Zugriff zu Banken haben. Bis vor kurzem war das auch tatsächlich in Deutschland so, dass man kein Recht auf ein Girokonto hatte. Das hat sich vor ein paar Jahren geändert. Aber bis dahin konnte man halt nicht sicher gehen, dass jeder ein Konto hat. Also das haben wir auch hier in Deutschland gehabt, dass wir Leute hatten, die halt von dem ganzen Zeugs ausgeschlossen gewesen sind. Und es ist immer noch nicht ganz einfach und immer noch ein Problem. Wir haben hier Probleme. Und das ist etwas, was ich als relevant ansehe und was ich bei diesen Projekten gelernt habe. Und da bin ich dankbar der Szene gegenüber, dass mir da die Augen geöffnet worden sind, weil ich war selbst auch nicht wirklich davon betroffen. Das sieht man dann auch leider sehr häufig nicht. Also eine Relevanz haben wir hier. Wir haben natürlich auch ganz viele schwarze Schafe in dem Bereich. Also Personen, die staatlich verfolgt werden, sind vielleicht auch Kriminelle oder Leute, die Geldwäsche machen wollen, die vorher, was weiß ich, alles Mögliche vorher gemacht haben. Dann natürlich auch ganz viel zur Steuervermeidung und. Oder jetzt gerade die russischen Oligarchen oder sowas in der Art, die vielleicht dann hier auch verfolgt werden oder so. Und das Ganze, die ganzen Techniken kann man natürlich für fragliche Zwecke einsetzen, diesen ganzen kriminellen Bereich. Nur das stört uns bei der Kommunikationsverschlüsselung nicht. Da sagen wir, die paar Leute, die wir schützen wollen, wiegen im Zweifel all diese anderen auf, die da vielleicht das Ganze missbrauchen und vielleicht irgendwelche anderen Sachen machen. Wenn wir jetzt sagen, das eine ist halt schlecht und das andere ist gut, dann müssen wir halt irgendwie auch da kommen. Was begründen wir wie? Ist das jetzt generell die Technik schlecht oder ist die Technik gut oder ist sie neutral oder was auch immer? Deswegen bin ich ein bisschen was vorsichtig gegenüber der Blockchain-Szene, nur weil halt auch ganz viele Leute davon profitieren. Ja, man kann das auf anderer Ebene kritisieren, aber nur einfach zu sagen, ja, da profitieren halt auch ganz viele Leute davon, die es eigentlich nicht bräuchten oder die vielleicht schlecht sind, sollten wir nicht als Argument alleine stehen lassen. Genau, nochmal zu der Folie von vorhin. Es kommt noch ein weiteres Element dazu, was
uns von der Bitcoin-Szene unterscheidet, nämlich uns ist Vertrauen als Basis eigentlich der Punkt, dass wir uns gegen, also was, dass wir eine Vertrauensszene haben. Wir helfen uns hier, wir sind kooperativ, wir vertrauen, dass jemand hier das Event halt auf die Beine stellt mit ganz vielen Helfern, die halt einfach irgendwas machen. Wir vertrauen uns gegenseitig. Das ist unser Kernelement bei allen möglichen Dingen, die wir tun. Das ist unser Basisding. Während die Bitcoin-Szene explizit trustless ist. Trustless ist ein Begriff, der in der Bitcoin-Szene entstanden ist. Typischerweise direkt übersetzt wäre es nicht vertrauenswürdig. Das ist nicht gemeint mit trustless, was wirklich ein Begriff ist, ist gemeint, dass man nicht vertrauen muss, dass das Ganze funktioniert ohne zu vertrauen und auch ohne zu erkennen, wen man da jetzt hat und dass man halt weder einer zentralen Institution vertrauen muss, noch dass man sich untereinander vertrauen muss. Und keiner Entität und niemanden. Und dass man trotzdem in irgendwie zu einem Konsensus kommt. Konsensus spielt nachher noch ein bisschen was eine Rolle. Ohne dass man sich halt kennt, ohne dass man irgendwas anderes kennt. Und im Prinzip, dass man nur der Technik vertraut und dann dahin kommt. Also Technik, die halt kein Vertrauen halt benötigt. Genau. Wer steckt erstmal hinter den ganzen Ideen? Erwähnen sollte man dann doch vielleicht einmal Satoshi Nakamoto. Das ist ein Pseudonym von demjenigen, der 2007 ein White Paper für Bitcoin herausgegeben hat und kurz danach, ein Jahr später, 2008, gab es dann halt die erste Bitcoin. Chain, also beziehungsweise Bitcoin gab es dann. Wer das ist, weiß man nicht. Es gibt Theorien, dass es vielleicht mehrere Personen sein könnten und nicht nur eine Person. Es gibt auch Theorien, dass es nur eine Person ist. Es wurde da ganz viel Sprachanalyse und sonst irgendwas gemacht. Die Person hat mit perfektem Englisch kommuniziert. Man weiß halt nicht, ob es dann halt wirklich japanisch ist oder vielleicht doch was anderes, all solche Sachen. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sich die Person freiwillig outen wird. Ursprünglich wahrscheinlich, um halt alle möglichen Steuer- und sonstigen Dingen halt zu umgehen. Und mittlerweile bei der Jagd auf Satoshi sind schon diverse Menschen gestorben. Also in dem Kontext, als Leute versucht haben, rauszukriegen, wer das ist, weil die Presse und andere interessierte Leute gejagt haben. Und da liegt im Zweifel auch ganz viel Bitcoin im Zweifel auch rum, weil wer die Chain startet, hat wahrscheinlich auch was. Sind Vermutungen. Ich möchte da nichts mit zu tun haben weiter. Deswegen, wir werden wahrscheinlich nicht wissen, wer oder was Bitcoin gestartet hat. Das Ganze baut allerdings auf vielen alten Ideen auf, älteren Ideen auf, wie ich halt schon mal vorher gesagt habe, wie man Gold, Geld, Werte oder sonst irgendwas digitalisieren könnte, und zwar unabhängig von staatlichen Institutionen oder an denen vorbei. Sicherlich auch ein bisschen was mit der Idee, Steuervermeidung und Ähnliches zu machen, den Zugriff halt auch so von Staaten halt zu umgehen. Generell, das Ganze ist extremst krypto- und technikaffin und im Endeffekt wird versucht, soziale Probleme durch Technik zu lösen und darauf zu vertrauen. Genau, wer ist jetzt mittlerweile halt aktiv? Das war halt der Start, und mittlerweile ist es halt eine irgendwie dreigeteilte Szene, würde ich sagen. Ein großer englischer Sprachraum, das sind sehr dominierend Libertäre, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Dann gibt es noch diverse Asiaten. Ich traue mir nicht zu, dazu viel zu sagen, weil ich kein Chinesisch, Koreanisch oder sonst irgendwas spreche. Über diese Menschen kann ich mir kein Urteil machen, was die denken, kann ich auch nur halt ein bisschen begrenzt halt sehen. Deswegen sage ich dazu relativ wenig. Ich fokussiere mich ein bisschen was auf der englischsprachigen Bubble, die aber auch tatsächlich sehr groß Treiber hinter ganz vielen Dingen sind, was passiert. Und auch im englischsprachigen Bereich ist halt ganz viel von den Vorläufern halt passiert. Außerdem haben wir noch ganz viele Menschen, die halt aus ärmeren Regionen kommen, oder einige Menschen, diese ersten beiden Gruppen dominieren von der Anzahl her, die halt tatsächlich irgendwie suchen, halt irgendwie was weiterzukommen, irgendwas zu schaffen, irgendwas, woran sie sich festhalten wollen und Ähnliches. Da gibt es ganz viele, die halt versuchen, irgendetwas zu starten und irgendwas zu machen. Die sind aber alle halt nicht besonders finanzkräftig, oder größtenteils nicht so sonderlich finanzkräftig, gehen darum halt mit ihren Projekten und wünschen halt tendenziell unter, weil es ist eine Szene, bei der Geld ziemlich viel zählt. Zu erwähnen wäre noch, dass China als Staat ein bisschen ambivalent reagiert, weil große Miner, zumindest lange Zeit, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ich bin halt irgendwann dann aus der Szene ein bisschen was raus, in China gewesen sind mehrere, also die im Prinzip Bitcoin halt gemacht haben, gemeint haben. Und ich bezweifle, dass große Projekte in China, finanzstarke Projekte in China agieren können, ohne dass der Staat irgendwie das gut findet oder zumindest irgendwie toleriert.
Aber ich möchte jetzt auch nicht in kein China-Bashing oder sonst irgendwas machen. Aber da sind halt auch Dinge, die man sich vielleicht auch mal anschauen könnte, wenn man sich dafür interessiert. In Europa ist übrigens die Szene tendenziell sehr stark in London, aber in Deutschland wäre es dann, in Berlin sind einige auch spannende Leute und Menschen. Generell, ich habe sehr viele spannende Menschen kennengelernt, mit denen ich vielleicht nicht bei allen Dingen übereinstimme, aber ich habe auch Freundschaften aus der Szene herausgezogen. Spannende Leute teilweise, man muss sich halt auf vieles einstellen, was die Leute halt denken, aber manches denken auch sehr gut und sind auch mit uns vertraut oder mit unseren Gedanken vertraut oder versuchen auch irgendwelche staatlichen Unterstützungen zu machen oder sonst irgendwas. Also es ist eine diverse Szene. Es ist nicht so schwarz-weiß, wie ich es gerade dargestellt habe, aber nichtsdestotrotz ist die Dominierung der Bereiche, sind die Libertären. Und auf die komme ich jetzt mal rein, weil sie die treibenden Ideengeber hinter den großen Blockchains halt gewesen sind oder immer noch sind. Sie haben ein sehr anarchisches Gedankengut und akzeptieren häufig den Staat nicht. Ein bisschen was allerdings anders als unsere anarchischen Ansätze tendenziell sind, weil es halt mehr um Recht auf Selbstverteidigung geht und mir darf keiner reinreden und keine Ahnung was, aber sehr ich-bezogen ist. Und es geht da auch sehr stark um den Schutz des eigenen Eigentums. Also dieser klischeehafte Ami, der da halt mit seiner Militärausrüstung das eigene Haus verteidigt. Ich bin solchen Menschen in der Szene begegnet. Ich sag nicht, dass das alle gewesen sind, das ist die Minderheit gewesen, aber definitiv diese Menschen sind auch in der Szene vertreten. Dann generell ist hier die Ablehnung von positiven Rechten, die, also jetzt nicht von rechten Menschen, sondern rechten Pflichte. Das ist etwas, was wir halt nicht kennen als Idee. Da komme ich aber gleich nochmal rein. Ich mache noch vor eine kleine andere Slide. Nämlich spreche ich kurz über Ayn Rand. Dürften die wenigsten hier schon gehört haben. Ist eine in Russland geborene, also 1905 geborene, geborene, in St. Petersburg geborene Person, weiblich, die 82 in New York gestorben ist, Ayn Rand ist ein Pseudonym oder beziehungsweise den Namen dahin gewechselt. Sie ist eine Bestseller-Autorin, die diverse Bücher geschrieben hat, wird halt auch gesehen als Philosophin oder hat Ethiken geschrieben oder ähnliches, generell in der Ökonomie. Und hat eine Gesamtauflage von 30 Millionen Büchern und ist eine der einflussreichsten und meistgelesesten politischen Autoren in den USA. Hier kennt man sie eigentlich nicht. Ihre Ideen sind sehr libertär, also aus einer bestimmten Richtung des Libertarismus, aber eine in den USA sehr prägende, nämlich dass die Moralität auf Egoismus gründet oder objektiven Egoismus. Also ich darf nur das tun, was für mich gut ist und wenn alle das tun, was für sie selbst gut ist, daraus bekommt man eine Moralität. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man da Kinder großziehen kann, weil wenn man Kinder hat, versteht vielleicht diese Aussage. Also eigentlich ist das ein Konzept, was nicht wirklich ist, aber sie hat geschrieben, Romane geschrieben und eben auch beschrieben, wie so eine Kultur halt bestehen könnte und darauf beziehen sich sehr viele Libertäre. Und es geht da halt um einen sehr uneingeschränkten Kapitalismus, dass halt jeder egoistisch das machen kann. Und tatsächlich auch in den Romanen werden auch Leute umgebracht und alles Mögliche. Und das ist halt moralisch okay. Und es wird auch mit verschiedenen Partnern irgendwelche Sachen gemacht und ähnliches. Ist sehr. Also ich habe sie nicht gelesen, das ist das, was ich da drüber gelesen habe und erzählt bekommen habe. Aber das, der Grundtenor ist, dass der Individualismus, also der egoistisch ich-zentrierte Individualismus, einem Kollektivismus, wo halt auch auf andere Menschen geschaut wird oder halt Gemeinschaften aufgebaut werden, überlegen ist und immer überlegen sein wird, dass halt wirklich eine Gesellschaft, die auf einem die Gewinnerzielung eines Individuums jeweils aufgebaut ist, dass das die beste Gesellschaft ist, die es sein kann. Tendenziell wahrscheinlich als Kritik gegen ihren ursprünglichen im Kommunismus aufgewachsenen Hintergründe oder sowas. Wie gesagt, sie ist aus Russland gekommen. Ist für uns ein bisschen schwierig. Es gibt da Bücher, die kann man lesen. Ich habe es nicht getan und ich werde es auch nicht tun. Das, was ich darüber gehört habe, reicht mir. Wikipedia Deutsch, also Wikipedia Englisch ist
lang. Wikipedia Deutsch ist mittlerweile auch länger. Diesen Satz habe ich vor 2008 irgendwie damals relativ als einziges da gelesen, glaube ich. Mittlerweile steht da auch ganz viel anderes drumherum, aber im Prinzip steht da halt, dass die philosophische Fachwissenschaft, und das wird da auch mehrfach dargestellt bei Wikipedia, sie tendenziell ignoriert oder kritisiert. Also es nicht wirklich ernst genommen wird, zumindest bei uns, aber auch generell international, aber sie halten extremen Einfluss auf die politischen Gedanken in der USA hat. Und das sollte man eigentlich auch mal wissen für ganz viele Dinge, die passieren. Und das ist halt was, was ihr jetzt mal bei mir hoffentlich gelernt habt. Also Stichwort, euch mal anschauen und vielleicht zerreißen oder was auch immer. Genau, dann wieder zurück zu den positiven, negativen Rechten, basiert halt eben auf diesem bisschen was egoistischem Denken, was da ist. Wie gesagt, egoistisch wird dort als positiv gesehen, nicht als negativ, sondern als positiv, also sich um sich selbst kümmern. Diese Idee der positiven und negativen Rechte und Pflichten, so wie sie da verwendet wird, ist auch ein libertäres Konzept. Ich habe da eine Vorstellung, ich muss sagen, das ist meine schlechteste Slide, weil ich nicht so ganz sicher bin, wo jetzt genau die Grenzen und sonst irgendwas sind. Und ich dazu auch wenig Deutschsprachiges finden kann. Also im Prinzip das negative Recht ist das Einzige, was halt akzeptiert wird. Im Endeffekt heißt das, ich darf mein Eigentum verteidigen und keiner darf mir was mit meinem Eigentum halt im Prinzip tun. Also Eigentum ist das hauptnegative Recht, aber auch halt irgendwie Selbstbesitz halt im Prinzip oder Ownership halt und ähnliches. Das sind so die natürlichen Rechte, die aus Gegenständen kommen und das ist das, was akzeptiert wird und da darf erstmal keiner. Das sind Abwehrrechte, dass mir da halt keiner was darf. Wenn ich das habe, dann darf da keiner mir das nehmen, so nach dem Motto, und dann darf ich das verteidigen, weil das ist mein Recht an dem Ding oder mein Recht an mir selbst. Mir darf dann auch erstmal keiner was. Ja, okay, dem Letzteren dürften wir vielleicht auch tendenziell zustimmen, aber das ist halt sehr marginal. Positive Rechte umgekehrt herum ist im Prinzip alles andere, nämlich das Recht, dass man irgendwas aktiv gegen andere tun darf oder eingreifen darf, was gegen die durchsetzen kann, was typischerweise auch Staaten haben, dass sie was durchsetzen dürfen. Also es wird halt auch die Polizeirechte abgelehnt und alles andere vom Staat sowieso, eventuell noch die Polizei ein bisschen was, aber nur zum Eigentumsverteidigung wird sie halt eigentlich erlaubt. Alles andere ist halt schlecht staatlich und darf halt auch nicht sein. Genau, und die Rechte, die wir halt für wichtig finden, also alle möglichen Abwehrrechte das, oder alle Rechte, dass ich halt Recht auf Arbeit, Recht auf irgendwas, Recht auf dies, Recht auf das und sonst irgendwas habe, das wird halt nicht gesehen. Es wird wirklich nur Eigentum und das war's. Und all diese anderen Rechte werden abgelehnt, beziehungsweise so gesehen, dass sie halt kreiert werden müssen, typischerweise aus einem Vertrag und dass halt im Prinzip irgendwelche Konstitutionen vielleicht halt auch nicht wirklich halt gelten. Genau. Und tatsächlich in den Diskussionen, die wir hatten, ist genau das gewesen. Wir haben halt immer nur über die negativen Rechte geredet und die positiven wurden rundheraus abgelehnt. Genau, kommen wir nochmal zum Bitcoin White Paper. Es geht da halt um ein, also es nennt sich, die Überschrift ist A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Es geht darum, ein Geld oder eine Währung halt zu kreieren, ohne Finanzinstitutionen zu brauchen. Schon angedeutet und es soll die Lösung des Double Spending Problems sein. Das Ganze soll durch Krypto passieren, konkreter durch Peer-to-Peer, digitale Signaturen, Timestamps, Hashing, Ongoing Chain, Proof of Work. Komme ich gleich nochmal im Detail im Zweifel drauf, das was uns da halt nichts sagt. Also die in Anführungsstrichen Sachen sagen uns nichts. Double Spending Problem sollten wir erklären. Wie gesagt, so ein bisschen was BWL habe ich wie gesagt auch nicht, aber darum geht es so ein bisschen was. Ist ein zentrales Problem, wenn man versucht, Währungen zu dezentralisieren und digital zu machen, weil ein Token, also irgendwas, was digital ist, kann man prinzipiell erstmal beliebig kopieren. Auch selbst wenn es halt signiert ist, kann man es beliebig häufig kopieren. Und das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bezahle dich mit meinem Token, dann habe ich das ja immer noch, beziehungsweise kann ich es immer noch haben, weil ich es ja da nicht lösche. Und das ist das Problem dahinter, wie kann man sicherstellen, dass nichts dupliziert, sondern alles nur einmal da ist und nicht halt doppelt dann da ist und doppelt ausgegeben werden kann. Also auch wem gehört irgendetwas. Das Ganze ist auch ein bisschen was da, um unkontrollierter Inflation halt entgegenzuwirken. Die zentrale Lösung ist, dass man die klassische Lösung ist, dass man eine zentrale Instanz hat, eine Bank, eine Zentralbank, was auch immer, die halt absegnet, wem was jetzt irgendwie gehört. Also die Bank macht halt die Transaktionen, aus dem einen Konto wird es gelöscht, bei dem anderen wird es gut geschrieben, dann ist es klar. Auch bei Online-Banking passiert das immer noch so halt, ne? Aber da war halt, man wollte es dezentralisieren, was ja prinzipiell ein interessanter Ansatz ist.
Und die Lösung ist genau dann dieses Transaction Ledger gewesen, der halt transparent ist und jeder es halt sehen kann, was halt passiert mit einem sogenannten Konsensus-System da drauf, auf das sich halt alle einigen. Konsensus ist jetzt die sozusagen Einigung und Feststellung, was eine richtige Transaktion gewesen ist und welche gilt und was dann anschließend der richtige Status ist. Und dem Verfahren stimmen alle Teilnehmer zu, die halt in der Chain oder sonst irgendwo beteiligt sind. Und wenn nicht, wenn sie halt sagen, dass da was falsch ist, dann kann man die Chain halt splitten. Ist auch schon vorgekommen. Beispielsweise bei Bitcoin. Da gab es dann zwei verschiedene Techniken und es war sehr lang, also 2008 gab es und noch länger, also zu dem Zeitpunkt, als ich sehr stark aktiv gewesen bin, gab es zwei Bitcoins und man musste immer sehr klar sagen, welche Bitcoin man denn nun meinte. Also sagen wir es so, die der zweiten Theorie angehangen haben, aber es gab halt zwei Bitcoins und man hatte tatsächlich doppelt Bitcoins. Ja, das Ganze ist natürlich technisch umgesetzt und natürlich, weil man den Menschen nicht vertraut, spielen da Menschen keine große Rolle mehr. Wichtig ist wieder dieses Proof of Work, was vorhin schon mal angekommen ist. Das Ziel von Proof of Work ist diese Kette von Transaktionen unveränderbar zu machen, dadurch, dass man halt diese Proof of Work hat. Und zwar macht man eine lange Kette von Transaktionen, die immer länger und länger und länger ist und immer wieder hinten was ankettet. Und dadurch, dass es halt man im Prinzip immer eine Kryptosache in jedem Schritt da drin hat, was genau, kommen wir gleich zu, also immer dieses Proof of Work in jedem Schritt halt da drin hat, wird diese Kette so lang, dass wenn man irgendwo etwas verändern möchte und die anderen den Hauptstrang halt verfolgen und man jetzt einen veränderten Block halt irgendwo mit anderen Transaktionen hätte, die andere Kette immer länger und schneller sein wird, weil alle ja auf der arbeiten und die zu verlängern. Und man müsste halt alles ab dem Zeitpunkt halt nochmal nachbauen, um länger zu werden, während die anderen an der anderen Kette halt arbeiten. Also die ganze Arbeit, die man halt da reinsteckt, um halt die Änderungen da halt hinten wieder einzubauen, um selbst die längere Kette zu bekommen, da müsste man halt sehr viel effektiver sein und besser sein als die anderen. So, das wird das 51%-System oder die 51%-Attacke gedacht. Man müsste halt 51% der Rechenleistung haben, die halt in den Blockchain geht, sodass man halt schneller ist als der Rest. Das ist bisher bei Bitcoin nicht gewesen. Bei Bitcoin Gold gab es 2018 und 2020 wohl erfolgreiche Angriffe. Wie sieht das Ganze jetzt konkret aus? Wir haben unsere Blockchain, das sind so halt Blöcke, die verkettet sind, habe ich schon gesagt. Tatsächlich jeder Block besteht aus vier Elementen. Das eine ist der Hash vom vorherigen Block. Das nächste ist ein Timestamp zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze gewesen ist. Dann haben wir noch die Transaktionen, die mit einem Merkle-Tree dann zusammengebaut werden. Und zwar sucht sich dann jeder Miner die Transaktionen raus, die halt seit dem letzten Mal passiert sind und er da reinhaben möchte. Da kann der Miner halt selbst was gewichten, aber wenn der Block einmal gebaut ist, ist das halt dieses Set an Transaktionen. Und das letzte ist ein sogenannter Nouns. Und das ist das Kernding, das ist nämlich unser Puzzle, was erfüllt werden muss. Nämlich die Miner raten immer ein passendes Nouns, mit dem halt der Block aufgefüllt wird, sodass anschließend der Hash des Blockes mit einer beispielsweise 36 Nullen oder sowas anfängt. Also wie viele Nullen das sind, das ist die Schwierigkeit, die halt dem Ganzen gegeben wird. Ob das nun 36, 32, 40 oder was auch immer Nullen am Anfang sind. Und desto besser die Rechenleistung wird, desto schwieriger wird das Ganze gemacht, um etwa alle 10 Minuten einen Block halt herauszubekommen. Also und das heißt, man muss auch immer 10 Minuten warten, bis halt eventuell seine eigene Transaktion dann halt durch ist. Also ganz so schnell wie direktes Überweisen ist das Ganze dann halt auch nicht. Genau, ich hoffe, das war jetzt halbwegs klar. Also wir machen halt unseren Block und versuchen halt immer zu raten, mit was wir auffüllen müssen, damit der Hash dann nachher null ist. Das kann man nicht mit, das kann man eigentlich nur mit Brute Force halt angehen. Das heißt, man muss halt alles Mögliche ausprobieren und immer wieder halt anderen Wert nehmen, versuchen zu hashen, passt nicht, anderen Wert nehmen, versuchen zu hashen, passt nicht, anderen Wert nehmen, versuchen zu hashen, passt nicht. Und irgendwann schafft es halt mal jemand und derjenige, der es zuerst schafft, der hat dann im Prinzip gewonnen, bekommt dann diesen Block. Genau, und es passiert halt in der Zwischenzeit ganz viel Trial and Error von ganz vielen verschiedenen Leuten. Wer halt gewinnt, der bekommt, also wer halt das schafft, das zu bekommen, bekommt ein Bitcoin dafür. Deswegen wollen alle Leute Bitcoin-Mining machen. Deswegen gibt es halt auch diese ganzen Mining-Farmen und auch teilweise diese übernommenen Roboter-Sachen, damit man halt eine schöne große Mining-Farm hat. Das Ganze ist sehr rechenaufwendig und
ja, man muss halt Glück haben oder man hat halt keine Chance. De facto hat man keine Chance gegen die, die halt groß sind. Das Ganze ist ein ziemliches Schnellballsystem, würde ich auch sagen. So, funktioniert das Ganze? Schauen wir uns nochmal die Ziele von Bitcoin an. Ja, wir schauen uns da zuerst an, ist es eine vernünftige Währung oder ist es halt Geld oder sowas in der Art. Ich habe mal bei der deutschen Wikipedia nachgeschaut, da ist mir halt Karl Marx entgegengesprungen, als jemand, der halt was über Kapital mal irgendwie so geschrieben hat. Und genau, er hat dann im Prinzip drei Kriterien damals gemacht. Praktisch relevant ist es die Frage, ob es ein Zahlungsmittel ist, aber ansonsten auch, ob es Wertaufbewahrung oder ein Wertmaßstab für andere Dinge halt ist. Der Unterschied zu einem normalen Tauschmittel ist halt, dass man nicht direkt halt etwas tauscht, was die andere Person gerade brauchen kann, sondern dass man ein Intermediate-Ding halt tauscht, was der andere dann halt wieder weiter tauschen kann und was einen gewissen allgemeine Akzeptanz einen bestimmten Wert hat und man deswegen halt zwischendurch akzeptiert, obwohl man halt eigentlich was anderes will. Genau, schauen wir uns mal an, ist das ein Zahlungsmittel? Ich erzähle, also in der Bitcoin-Szene wird da Bitcoin Pizza Day gefeiert. Das ist der 22. Mai, basiert auf dem 22. Mai von 2010. Das war das erste Mal, dass Bitcoin als Tauschmittel tatsächlich eingesetzt wurde, nachdem 2008 die Chain gebaut wurde, also 2 Jahre später. Dann hat dieser liebe Mensch damals 2 Pizzen für 10.000 Bitcoin gekauft. Did you get my point? Genau, die beste Bitcoin-Strategie ist sozusagen das HODL. Da hat sich mal jemand verschrieben, im Prinzip heißt das HOLD, also halten, nicht verkaufen. Das ist die beste Strategie, mit Bitcoin halt umzugehen, weil dann zahlt man halt nicht für 2 Pizzen 10.000 Bitcoin, sondern hat die 10.000 Bitcoin halt später noch und kriegt dafür halt vielleicht ein paar mehr als 2 Pizzen, wenn man denn unbedingt Pizzen haben möchte. Ja, genau. Genau, also das ist so Zahlungsmittel, das man nicht ausgeben will, ist kein sinnvolles Zahlungsmittel. Nicht wirklich. Genau, Wertaufbewahrung. Naja, also was nimmt man jetzt da? Es ist ein extremer Ressourcenverbrauch. Einzige Währung, die halt Ressourcen tatsächlich vernichtet, anstatt halt das Gold, was in der Münze drin ist, das ist weiterhin noch immer da oder was auch immer da drin ist, Blei oder was auch immer. Das ist aber immer noch da. Das ist meistens geringer als der Nominalwert. Das ist bei Bitcoin nicht der Fall. Genau. Aber auch wenn man mal so das so denkt, wie die Bitcoiner denken. Ich habe hier mal von CoinMarketCap, das ist so eine der Webseiten, wo man halt so schauen kann, wie wichtig und wertvoll jetzt gerade so ein Bitcoin ist oder generell halt die Cryptocurrencies sind, mal einen Screenshot gemacht von den letzten 5 Jahren. Das geht ein bisschen arg rauf und runter, um zu sagen, dass das irgendwie so Wertaufbewahrung sinnvoll ist. Also genau. Als Wertmaßstab so für andere Dinge nehme ich jetzt nochmal die Folie und zeige euch da mal Bitcoin to US-Dollar. Das ist das, was da halt auf dieser Website draufsteht. Und wenn man mal die ganze Seite halt anschaut, ist auch die Preis und sonst irgendwas, Volumen und was auch immer, was das dann bedeutet, müssen wir natürlich nicht drauf eingehen. Aber überall ist der Vergleich mit Dollar, mit US-Dollar. Es wird also nicht mit irgendeiner Bitcoin-Currency oder sonst irgendwas, Krypto-Currency verglichen, sondern mit Dollar. So wirklich am Wertmaßstab ist da nicht wirklich unbedingt direkt zu erkennen, würde ich mal sagen. Genau, nächster Punkt wäre ohne Finanzinstitutionen. Kommen wir ohne Finanzinstitutionen durch? Ja, also man kann direkt tauschen. Also ich kann zu Person B hingehen und sagen, ich hätte gerne mit dir was. Dazu muss ich aber erstens wissen, wer diese Person B ist. Wir wollten uns doch eigentlich alle nicht kennen und nicht trauen müssen. Ich muss der trauen, dass sie diese Krypto-Interaktion halt richtig mit mir durchführt, also all dieses Zeugs. Und de facto ist das tatsächlich eines der großen Probleme und da geht verdammt, verdammt viel schief. Man möchte das nicht in Person machen, es sei denn, man vertraut der Person wirklich gut und hat viel Zeit. Das ist wirklich das, wo ganz viel Verlust passiert. Alternative, naja, Banken, okay, geht's in Deutschland, wissen was, ist mal wieder bei den Institutionen. Oder wenn man in eine andere Coin halt tauschen möchte, die man vielleicht verwenden möchte, ja, da gibt's auch ganz vieles, da gibt es auch Exchanges, die dann halt gebaut werden auf den Chains. Da gibt's ganz, ganz viele Projekte, die in dieser Bitcoin, Blockchain-Industrie halt sind und sich genau um solche Sachen halt drehen, weil das halt so nicht wirklich praktisch handelbar ist, die halt alle dann gewisserweise wieder Institutionen werden, weil man durch diese eine Institution da durchkommen muss, um irgendwas anderes wieder zu machen. Ist also auch nicht so wirklich
ohne Institutionen jetzt wirklich, weil man hat sich nur neue Institutionen geschaffen. Ja, und dann noch das Double Spending Problem. Ja, also die 51%-Attacke hatte ich ja schon erwähnt, worum es da geht. Ja, kann man irgendwie angreifen bei Bitcoin, aber nur mit relativ viel Geld. Also es ist schon ein relativ großer Schutz an sich. Für kleine Chains gilt das aber nicht mehr. Hatte ich eben schon erwähnt, Bitcoin Gold ist halt schon zweimal halt so attackiert worden. Das ist eine Folie, die ich aus einem Slideset genommen habe, die wir damals hatten. Black Swans sind irgendwie so seltene, unerwartete Erscheinungen, die tendenziell negativ sind. Ist ein englischer Fachbegriff sozusagen. Ja, so wirklich, ja, selten passieren da Dinge. Ja, könnt ihr euch im Zweifel in Ruhe später nochmal durchlesen. Ist so, ja. Ja, also Proof of Work funktioniert schon irgendwo, aber ja, bis zu einem gewissen Punkt. Nicht alles davon war Proof of Work, wir hatten auch Ethereum da, zu dem ich jetzt komme. Das ist eine Weiterentwicklung, weil manches davon halt nicht so gut funktioniert hat. Wir gehen jetzt von Proof of Work weg. Wir sind einen Schritt weiter, weil diese ganzen Probleme hat die Szene nämlich auch gesehen. Ethereum ist die erste Idee, was anderes zu machen. Also tatsächlich haben viele was probiert. Und Ethereum waren die ersten, die groß sind. Die sind, glaube ich, immer noch auf Platz 2 oder so etwas. Sind halt auch in meinen Top 5 immer gewesen. Die Idee war, eine Plattform für Assets und Projekte zu schaffen. Also nicht nur für Currencies, sondern eben explizit auch für andere Dinge. Es ist eine State-Maschine. Im Gegensatz zu transaktionsbasiert ist es State-basiert. Und es hat auch eine eigene Programmiersprache, in der man Dinge programmieren kann. Es geht von Zahlen, die verhandelt werden, zu individuellen Tokens, also NFTs. Da kommen wir gleich nochmal zu, aber da kommt so dieser Begriff halt her. Und das, wir haben als Konsensus nicht mehr Proof of Work, sondern Proof of Stake. Und wir haben Smart Contracts, komme ich gleich auch nochmal zu. Genau, NFTs, Non-Fungible Tokens, sagen halt, dass ein Token, also eine Hashnummer, ein Asset darstellt und dass es dann halt jedes Token halt da ist und auch nur einmal da ist und individuell da ist und genau eine Sache darstellt. Im Prinzip sind das NFTs. Es ist jetzt so eine riesengroße Wolke, das ist aber schon die ganze Zeit da, keine Ahnung. Im Gegensatz zu eben, dass man einfach nur irgendeinen Betrag halt irgendwo stehen hat und diesen Betrag dann vielleicht aufsplittet, wenn man irgendwas macht oder so. Genau, das Ganze ist nicht auf Währungen beschränkt, sondern kann halt alles Mögliche machen. De facto ist das Ganze auch ein bisschen was eine Folge davon, dass eine amerikanische Regulierungsinstitution, die SEC, halt die SEC halt versucht hat, so ein bisschen was die Blockchains halt zu greifen und die ganzen Currencies zu greifen. Die ist aber nur für Gelder zuständig, für Währungen zuständig und ähnliches. Und dann hat man halt ganz schnell gesagt, nee, wir machen hier andere Dinge. Also es ist ein bisschen was auch, was dahinter steckt. Ja, aber man kann damit tatsächlich auch mehr machen. Es bringt schon Mehrwert, aber seitdem sagen alle Leute, dass sie jetzt ja gar kein Geld mehr bauen, sondern sie bauen jetzt halt alle an möglichen Plattformen für alles Mögliche. Tatsächlich auch im Gaming, da ist es tatsächlich auch eine Relevanz-Sache, aber ja. Proof of Stake, das Konzept ist halt nicht mehr, dass man halt immer länger und länger wird, sondern dass einfach der nächste Block von einer ausgewählten Person halt, von einem ausgewählten Node halt, von denen die aktiv sind, halt erzeugt wird, random halt über alle Tokens, die halt da sind, also über komplett Ethereum beispielsweise. Und desto mehr Ethereum man hat, desto größer ist die Chance, dass man der Nächste ist, der halt den nächsten Block halt bauen wird. Ist nicht ganz so sicher wie Proof of Work tatsächlich, aber immer noch muss man mindestens 66% der Tokens haben, um sicher eine Chain übernehmen zu können. Das hat bisher keiner. Der Energieverbrauch geht dadurch natürlich deutlich zurück, weil man nicht mehr gegeneinander ankämpft, immer besser, größer, weiter werden muss. Und es skaliert deutlich besser, weil halt auch kleine Leute einfach einsteigen können und man mit kleineren Dingen halt zurechtkommt, dass man nicht so riesengroße Werte haben muss, weil bei Bitcoin sammelt sich das schon sehr in einzelnen Händen. Der Smart Contract wäre noch zu erwähnen. Das sind so kleine Softwareprogramme, die sich selbst im Prinzip unter bestimmten Bedingungen ausführen. Also wenn halt irgendeine bestimmte Bedingung ist, führen sie sich aus. Gibt es auch schon bei normalen Fintech-Sachen, also irgendwie bei Börsen oder sonst irgendwas, dass dann halt irgendwie ab einem bestimmten Wert halt irgendwie was abgestoßen wird oder sowas. Hier wird es aber in der Bitcoin- oder Blockchain-Szene eben auch genommen, um Verträge halt zu machen zwischen zwei Leuten. Also man stimmt halt sozusagen dem anderen Smart Contract zu und sagt dann halt, ja, will ich. Und wenn dann halt irgendwelche Bedingungen erfüllt sind, werden halt Dinge ausgeführt. Kann man relativ komplexe Dinge mitmachen, können einfach, können komplex sein, ist aber halt wirklich eine wichtige Sache halt in der Szene. Dann wird aber auch Code of Law halt gesehen, Code is Law gesehen.
Die Idee dahinter ist, dass der Code führend ist, also das, was da programmiert ist, das ist, was gilt. Also nicht mehr irgendein Text für irgendeinen Vertrag, sondern das, was tatsächlich der Code halt ausführt, das ist das, was halt, worauf man sich geeinigt hat. Also das, was die Chain halt darstellt, ist das, was gilt, also was nachher das Programm halt gemacht hat. Also so, so ein bisschen was, die Fragen stelle ich gleich, Bug als SE-Feature sozusagen. Ja, also wer von euch hat schon mal Code geschrieben? Wer von euch hat schon mal Code von anderen Leuten geschrieben? Gelesen, Entschuldigung. Wer meint, alles sofort verstanden zu haben, was diese andere Person da geschrieben hat? Da zeigt eigentlich keiner mehr auf. Okay, so, und jetzt vertrauen wir halt komplett dem Code, den die anderen Leute geschrieben haben. Und die meisten Leute sind, glaube ich, schlechtere Programmierer als ihr. Das ist so ein bisschen was die Idee dahinter. Ich finde die nur so begrenzt überzeugend, dass halt das, was das Programm halt ausführt, das ist, was dem wir vertrauen und dem wir zustimmen, ohne dass wir wirklich verstanden haben, was das Ding tut. Widerspricht so eigentlich den, wie gesagt, ich habe ein bisschen Jura studiert, so das, was man als Vertrag ansieht. Der Ricardian Contract, den ich ganz am Anfang mal erwähnt hatte, den Ian Grigg, der Mensch, der mich in die Szene gezogen hat, entwickelt hat, dreht das Ganze um und sagt halt, dass der Text führend ist und wenn das Programm nicht das tut, was der Text sagt, man das sozusagen anfechten kann und korrigiert bekommen soll. Ist aber hier nicht bei Ethereum umgesetzt worden, sage ich mir schon mal. Also Bug as a Feature ist hier eigentlich schon so ziemlich das, was halt passieren kann. Ja, nochmal zu der Slide. Da sind auch so ein paar solche Dinge, insbesondere das da, ist der sogenannte DAO. Das ist nicht so sonderlich spät, nachdem halt Ethereum gegründet worden ist. Und das ist relativ früh gewesen und das war ein sehr wichtiger, großer Smart Contract, der sehr, sehr breit gewesen ist auf Ethereum, der einen Fehler produziert hat, ich will nicht in die Details reingehen, hat dazu geführt, dass man dann ganz schnell geforkt hat und die ganze Chain halt irgendwie ausgetauscht hat durch eine andere. Also so halt mal so, ne? Das ist Code is Law. Deswegen schmeißen wir alles weg und machen eine neue Chain. Ja, genau. Dann die Plattformqualitäten, also wie gut wurde das als Plattform genutzt? Es wurde hauptsächlich als Plattform für ICOs, zu denen komme ich gleich nochmal, genutzt. Dann alles Mögliche in Welt halt rund um Ethereum, dass man alles Mögliche damit machen kann. Es wurde ein Blocksystem gebaut, der tatsächlich funktioniert hat, wo man ein bisschen was Ethereum den Autoren halt geben konnte oder damit halt auch abstimmen konnte. Wenn man viel Ethereum hatte, hat man also Sachen kaputt machen können und überhaupt oder pushen können. Und war von dem Entwickler von Ethereum selbst ein bisschen was mitkreiert worden. Hat allerdings funktioniert. Und das andere, was noch funktioniert hat, damals 2018, als ich da in der Szene gewesen bin, sind die CryptoKitties. Ja, ihr könnt euch vorstellen, das ist ein kleines Spielchen, wo man halt so Katzen miteinander halt irgendwie interagieren und neue Katzen und sonst irgendwas machen kann. Ja, gibt's immer noch, funktioniert immer noch, wird immer noch gemacht. Das war so das andere, was halt funktioniert hat als Ding auf Ethereum damals. Mittlerweile mag es mehr geben und diese ICOs sind auch wichtig, von denen ich gesprochen habe. Das sind die Initial Coin Offerings. Da startet sozusagen ein neues Projekt, in dem es halt sagt, okay, gebt uns mal Ethereum und dann starten wir uns, wenn ihr genügend halt eingezahlt habt, starten wir unsere eigene Coin oder jeder, der ein Ethereum hat, der bekommt halt auch irgendwelche Coins oder was auch immer oder Tokens, wir sind ja nicht mehr bei Coins. Genau, so läuft das ab. Allerdings sind meistens ganz viele Hinterzimmer-Deals und sonst irgendwas. Ich kann ganz viel über ICOs reden, aber im Moment habe ich nicht die Zeit dafür. Das ist aber das, wie diese Szene sich im Prinzip selbst irgendwie immer launcht. Also das Bootstrapping von neuen Sachen läuft halt relativ viel halt oder lief halt relativ viel über Ethereum und läuft, glaube ich, immer noch mittlerweile halt auch auf anderen. Also EOS macht da auch mit und sowas. Aber das ist halt da im Prinzip ein bisschen was gestartet, dass man halt nicht Bitcoin kopiert hat und dann damit gestartet hat oder sonst irgendwas. Das ist halt auch relevant, aber es ist trotzdem was, wir drehen uns in unserem eigenen Sumpf. Sind die Slides ein bisschen was durcheinander gekommen. Dann kam irgendwann EOS, das, wo ich halt, wie gesagt, mitgemacht habe. Ich kann da sehr viel erzählen dazu, haben wir jetzt aber nicht unbedingt mehr die Zeit. Also Blockchain für Business war die Idee. Wir machen tatsächlich eine Governance. Wir haben eine Konstitution, also eine Verfassung im Prinzip. Wir haben ein Referendum, ein Verfassungsorgan. Also alle können abstimmen. Wir haben Blockproducer, die Exekutive im Prinzip sind die. Das sind 21 ausgewählte Menschen, denen die anderen halt delegieren, dass die jetzt halt das Mining machen dürfen und die halt auch sonstige Sachen halt eben theoretisch zurückdrehen können. Und wir hatten ein Schiedsgericht, das Arbitration da drin, aus dem die Tokens wurden aufgesplittet nach RAM und CPU. Es ging halt wirklich darum, was Programme halt ausführen zu können und ähnliches. Und dort sind tatsächlich dann auch die Ricardian Contracts theoretisch eingesetzt worden. De facto hat das nicht wirklich funktioniert.
Ich springe mal so ein bisschen was über die EOS-Sachen halt weiter hinweg, weil wir nicht mehr viel Zeit haben. Ihr könnt mich da super viel zu fragen. Das war das, wo ich halt mit zu tun hatte. In Real Life hat das nur so begrenzt funktioniert, weil die Libertären denen teilweise manchen dieser Konzepte entgegengestanden haben und sehr schwer danach de facto umzusetzen gewesen sind. Statt da zwar teilweise einiges in der Verfassung, aber wirklich passiert ist das nicht, weil die Leute Angst hatten, die anderen sich zum Feind zu machen, weil, wie gesagt, das mit Voting und Abstimmung was gewesen und da will man sich keinen Feind machen. Genau, gerne mehr im Nachgang. So mein eigenes Ergebnis dazu. Es gibt tatsächlich punktuell relevante Bereiche, wo man Blockchains eventuell sinnvoll einsetzen kann. Teilweise auch nur aus politischen Gründen, nicht aus technischen, sondern aus politischen Gründen oder sowas. Es gibt einige private Chain-Ansätze, die sinnvoll sind oder ähnliches sein können. Technisch ist das Ganze tatsächlich super spannend, was da teilweise gebaut wird. Lohnt sich auch mal anzuschauen. Und es sind auch interessante Menschen teilweise dabei, sehr interessante Menschen. Generell ist die Szene extrem toxisch. Das ganze libertäre Gelaber tut weh. Es tut richtig, richtig, richtig weh. Also wer mit Rechten kommuniziert hat, das ist teilweise harmlos gegenüber was mit Libertären ist. Die meinen halt auch noch gut zu sein. Meiner Meinung nach kann es die Versprechen halt nicht einlösen, die es ursprünglich haben will. Und das ist prinzipiell auch gut so, weil denen möchte ich ehrlich gesagt nicht unsere Welt halt anvertrauen. Die Frage ist, können wir es besser? Wahrscheinlich könnten wir es besser. Ja, ich denke schon. Wir sind technisch sehr versiert. Wir sehen aber im Zweifel nicht nur die Technik, sondern auch andere Dinge. Wir denken kooperativ und Richtung Win-Win, womit man Wertschöpfung machen kann und nicht nur halt Nullsummenspiele wie halt Bitcoin und sowas. Das sind immer Nullsummenspiele. Wir haben auch eine Aversion gegen Machtanhäufungen und ähnliches und würden da wahrscheinlich auch mehr halt gegen tun, als das, was da bei Bitcoin eigentlich so schneeballsystemmäßig passiert. Können wir es besser? Tendenziell nein. Denn wir sind teilweise rechts antikapitalistisch orientiert. Geld ist für uns ein Non-Topic. Wir sprechen nicht darüber. Deswegen musste ich euch einige Dinge erstmal erzählen. Und wir sehen viele der Probleme nicht, die diese Szene sagt, lösen zu wollen. Und das Ganze würden wir, wenn dann, wenn wir es angehen würden, versuchen auf einer systematischen Ebene, also Kapitalismus weg, was anderes her zu lösen oder dafür was zu machen, als ja halt irgendwie da so klein dran zu gehen. Was bleibt also? Ich habe mal die Folie von Anfang mal mit der Relevanz geholt. Wir haben weiterhin Personen, die staatlich verfolgt werden, die weiterhin Probleme haben, finanziell kalt gestellt zu werden. Und wir haben weiter marginalisierte Gruppen. Wir haben weiterhin keine Lösung dafür. Und ich sehe nicht, dass unsere Szene das macht. Genau, das war mein Vortrag. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Zeit für Fragen haben wir leider nicht mehr, aber wir können gerne danach noch diskutieren. Und wer noch weitere Fragen hat, meine genauen Erfahrungen halt wissen will, seid herzlich eingeladen.